damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal, Freunde. Eigentlich ist diese Maschine noch gar nicht in der Reihenfolge dran. Es kam jetzt auch längere Zeit kein Tutorial mehr, was mir auf in erster Linie natürlich erstmal sehr leid tut. Aber ich wurde in Livestreams und auch in Videos und überall auf dem Discord auch gefragt, ob ich denn nicht mal ein Tutorial zu diesem Schmuckstück machen kann. Und da der Flieger jetzt Updates bekommen hat, welchen den Flieger natürlich auch jetzt endlich flugfähig machen, schauen wir uns die MD-11 von Rotate heute mal genauer an. Wir stehen hier am Flughafen von Amsterdam Schiphol und werden damit heute bis nach Frankfurt fliegen. Flugzeit 46 Minuten, also alles ganz entspannt. Als allererstes müssen wir den Flieger betanken und beladen, und dafür gehen wir einmal in unser Rotate MD-11 Menü und gehen auf Aircraft Menu. Hier haben wir verschiedene Optionsmöglichkeiten, zum Beispiel Reduce IRU Align Time to 30 Sekunden. Das hat er anmachen, das Tutorial jetzt ganz okay. Und dann geht es rüber in den Load Manager. Und im Load Manager werden wir jetzt einmal alles beladen. Und da haben wir einen Total Payload heute von 74.900 Kilogramm. Wir haben ein Block Fuel von 17.761 Kilogramm. Ein Taxi Fuel von 907 Kilogramm. Wir haben keinen Ballasttank und kein Ballast Fuel. Und wir haben einen Trip Fuel heute von 6576. Damit schauen wir einmal auf unser Center of Gravity und auf unsere Takeoff Center of Gravity. Und das sieht beides gut aus und beides unter 30. So muss das sein. Dann drücken wir einmal auf Apply Load Configuration to Aircraft and FMC. So, ihr seht, der Flieger wurde beladen. Jetzt gehen wir auf die Ground Operations und drücken einmal auf Ground Power Request, Stairs, Fuel und Load Aircraft. All right, service is on the way. Und dann machen wir einmal alle Türen auf, können auch die Lichter anmachen. Und damit ist der Flieger jetzt am Beladen. Genau, wir gehen ins Cockpit. Und hier werden wir jetzt einmal das Overhead Panel besuchen und die External Power aktivieren. Ihr seht hier, External Power leuchtet grün auf Available. Da drücken wir einmal drauf. Und ihr seht auch, es fährt alles hoch. Die Bildschirme gehen langsam an. Und wir gehen wieder ins Overhead Panel und haben ganz oben rechts einen Button, der nennt sich Engine APU Fire Test, und den drücken wir einmal. Den halten wir einfach gedrückt und damit kriegt man dann auch unsere Fire Warnings. Das ist alles in Ordnung so. Als nächstes gehen wir etwas weiter runter und finden hier den Button APU Power. Dieser Button wird jetzt gedrückt. Der blinkt und damit geht auch der Start-Stop-Knopf hier oben automatisch mit an. Wenn dieser dann auf On steht und grünes Available durchgängig leuchtet, gehen wir hier runter und schalten das APU Bleed an. Wir können uns dann mal angucken, wie die APU aktuell hochfährt und wie die aussieht. Das ist der aktuelle Stand. So, damit dürfte jeden Moment auch die APU bereit sein und hier ein grünes On haben und genauso leuchten wie die External Power. Es dürfte also jeden Moment losgehen. ...95%. Damit habt ihr jetzt, ihr seht, ein blaues On, ein grünes Available. Wir schalten das APU Bleed dazu an. Die External Power ist noch an, das passt. Die IRS Selectors sind hier ganz oben links, die schalten wir jetzt an. Wir schalten erst IRS Selector NAV 1 an, also den ersten auf NAV.
Und dann warten wir, bis der Fire-Test durchgelaufen ist und dann sind die anderen zwei dran. Also Nummer 1. Das war der Fire-Test. Jetzt machen wir die Nummer 2 an. Und den ganz hinten. Gut. Das ist erledigt. Aber wartet mal. So. Okay, jetzt ist alles wieder normal. Ich habe es ja gerade gemacht aus Versehen. Die MD-11 besitzt die Fähigkeit, alle Systeme automatisch zu steuern. Das heißt, wenn ihr hier irgendwas macht, zum Beispiel die APU anmacht, APU-Power, gehen automatisch alle anderen Systeme auch mit an. Ihr habt hier mehrere Buttons mit dem Namen System. Diese sind aktuell auf Automatik gestellt. Sollte aber irgendwann mal der Fall eintreten, dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt selbst ins System eingreifen, drückt ihr hier einfach drauf, dann steht Manual da und dann könnt ihr hier selbst alles regeln. Wir lassen das auf Automatik, denn aktuell sieht es nicht so aus, dass wir eingreifen müssen. Gut, jetzt gehen wir ins FMC, gehen auf Clear, gehen jetzt auf FMC, danach auf Reference, jetzt auf Aircraft Status. Bis 14. Juli 2022. Die Database ist also in Ordnung. Dann auf die Flight Plan Init. Und jetzt geht man hier, ich habe eine Co-Route erstellt. Empfehle ich euch auch, eine Co-Route zu erstellen. Das macht es einfach sehr viel besser. Und wir fliegen heute von Eham nach Frankfurt am Main. Die kommt hier rein. Damit ist auch schon alles drin. Und wir können auf Initialize IRS. Das braucht jetzt 30 Sekunden, das haben wir ja so eingestellt. Während das IRS jetzt am Alignen ist, gehen wir zurück in das Overhead Panel und haben hier diesen Button Hydraulic Press Test. Den klappen wir auf und drücken den einmal. Schalten die Emergency Lights auf Armed, die befinden sich hier bei Electric, einmal auf Armed stellen. Und hier unten die Emergency Lights auch auf Armed. So, können wir noch Seatbelts und alles einschalten. Vielleicht noch das Logo Light. Genau. Jetzt gehen wir in die normale Sicht, machen Master Caution aus und gucken jetzt unter unsere Schubhebel. Da haben wir verschiedenste Buttons. Und da haben wir einmal den Button Hydraulik. Diesen drücken wir jetzt einmal. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass auf diesem Bildschirm sich die Anzeige verändert. Denn der Flieger macht durch unsere Betätigung des Hydraulic System Test Buttons im Overhead Panel macht er jetzt hydraulische Tests und prüft einfach mal alles, ob denn überall was funktioniert. Ihr seht hier, Nummer 1 passt, jetzt läuft es gleich weiter zu Nummer 2, die erste Pumpe läuft, jetzt hat er die Durchläufe geöffnet, macht jetzt die Nummer 2 und dann kommt Auxiliary dran und dann wird ja gleich dieser Umlauf hier wird gleich geöffnet werden und dann läuft es eben Ohren runter. Seht's. Und damit macht er jetzt eben seine Tests hier und das funktioniert. Barrow, können wir uns mal ganz kurz abholen heute für Eham? Wir haben aktuell einen Q&H von 10.24. Da haben wir jetzt hier den Button Barrel Set, QFE und Q&H und wir haben Q&H aktiviert. Also wir drehen jetzt hier so lange, bis wir 10.24 haben. Ich mach mal ein bisschen Licht so. Drehen wir jetzt so lange, bis jetzt hier eine 10.24 steht. Ihr dürft nicht so schnell drehen, denn dann überspringt er ganz oft Zahlen. So, hier steht eine 10.24 und durch die Einstellung, dass es das synchronisiert, haben wir jetzt auch hier 10.24 stehen. Passt. Unsere Altitude können wir auch schon mal eindrehen. Laut Flugplan gehen wir heute auf Flight Level 350. So, 350. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück ins FMC. Oder besser gesagt die MCDU.
Und da geben wir unseren Alternate Airport ein, heute Düsseldorf. Also haben wir jetzt hier EDDL. Kommt dort rein. Die Flight Number heute ist die Martin Air 18, also MPH 018. MPH 18, so Martin Air 18. Jetzt kommt unser Cruising Flight Level dran. Wir haben Flight Level 350. Das ist das erste, das ist die höchste Höhe, auf die wir heute steigen. Und danach geht es dann wieder in den Sinkflug. Solltet ihr jetzt in eurem Flugplan Step Climbs haben, dann tragt ihr die wie folgt ein. Sagen wir mal, ihr habt zuerst Flight Level 250, danach 330 und danach 350. Dann macht ihr, gebt ihr 250 ein, Schrägstrich 330, Schrägstrich 350. Und das kommt hier rein. Und damit habt ihr eben jetzt Step Climbs erst auf 25.000, dann 33.000 und dann 35.000. Wir haben das nicht, wir haben nur 35.000. Ja, alles in Ordnung. Das heißt, brauchen wir jetzt nichts machen. Der Kostindex auf dem heutigen Flug liegt bei 153. Tragt mal hier unten einen Kostindex. Und da sagt er schon, Optimum Flight Level sind aktuell 362 und Maximum 401. Jetzt gehen wir auf den FMC-Button hier unten und drücken einmal auf File Page, also Next Page. Und da confirmen wir jetzt einmal unsere Gewichte. Das heißt, ihr drückt auf Block Fuel, Take Off, auf Block Fuel einmal hinten drauf, dann auf Take Off Ground Weight, dann auf Take Off Center of Gravity und einmal noch auf Zero Fuel Weight Center of Gravity. Und damit habt ihr jetzt eure Gewichte und alle Daten bestätigt. Das funktioniert. Und als nächstes gehen wir auf die Flight Plan Page. Haben wir hier FPLN. Und hier gehen wir jetzt auf unseren Startflughafen, EH. Dann auf SIT. Und da gehen wir jetzt unseren Departure ein. Wir starten heute von der Runway 36 Left. Das ist mal wieder die ganz äußerste Bahn, die es hier in Amsterdam gibt. Brauchen wir gar nicht eintragen. Die wählen wir jetzt einfach hier aus. Die 36 Left. Und da starten wir über die Rendi to Victor. Rend to Victor. Das funktioniert. Und danach Idupo. Mal gucken, gibt es hier Idupo drin? Wahrscheinlich nicht. Nein, gibt es nicht. Perfekt. Dann geht's auf Insert. Und damit haben wir jetzt hier, seht ihr schon, alles drinne. Dann scrollen wir einmal durch, bis wir den Flughafen Frankfurt am Main erwischen. Der ist hier. Drücken wir einmal drauf auf Star. Und da landen wir auf der ILS 25 Left. Über die Rolis Tri Alpha. Eine Roli Tri Alpha habe ich nicht. Ich habe nur eine Roli Tri Hotel. Wählen wir die einmal aus. Auf die ILS 25 Left, also E25 Left, über, passt, keine Transition, geht's zurück auf Insert, dann haben wir jetzt hier eine Discontinuity drin, da gehen wir einmal auf Clear, clearen die raus und jetzt drücken wir nochmal auf Flight Plan, um ganz zum Anfang zu springen und jetzt gucken wir einmal durch, ob es irgendwas gibt, was nicht so sein sollte, sieht aber okay aus. Wir können uns auch noch einmal den Flugplan angucken, indem wir einfach hier oben im Autopilot Panel auf Plan drücken. Und da seht ihr schon, können wir jetzt hier im Flight Plan durchskippen und das alles mal anschauen. Das sieht soweit sehr gut aus hinten, dann lädt die Kurve und dann geht es weiter. Sehr schön. Zurück auf Map. Dann geht es ins FMC zurück. Und zwar auf Takeoff und Approach, da gehen wir auf einmal TOAPR und dort geben wir jetzt einmal unsere Flaps ein. Wir starten in der Regel mit Flaps 15. Flex Temperature sind 44. So, dann kommen wir als nächstes zu unserem Slope und unserem Wind. Wir haben heute einen Slope von 0 und einen Gegenwind von 6 Knoten. Das heißt, wir haben Headwind 6, 0, schrägstrich HD6. Das kommt da rein. Unsere Outside Temperature sind aktuell 19 Grad Celsius. Check und confirm V-Speeds. Das machen wir einmal, indem wir hier vorne auf die
V-Speeds draufdrücken, ohne dass wir die Nachricht klären. Also die Nachricht dürfte nicht klären. Sonst geht das nicht. Haben wir gemacht. Wir haben die jetzt eingegeben und soweit bestätigt. Dann gehen wir ins Overhead-Panel, schalten die Passenger Signs ein. Haben wir ja schon gemacht. Die Lichter kann man einschalten, also das Beacon Gun kann eingeschaltet werden. Die Batterie schalten wir jetzt noch ein. Und jetzt sind wir in der Regel ready for push. Das heißt, wir gehen zurück ins Rotate MD-11 Menu, Aircraft Menu. Schließen alles. Schalten auch die Lichter wieder aus. Und da wir jetzt die Ground Power nicht mehr brauchen und Strom über die APU beziehen, können wir jetzt auch die Ground Power disconnecten. Und dann können wir hier auch übers Rotate MD-11 Menu einmal die Stairs weg, die Chocks weg und die Ground Power Unit weg. Damit steht der Flieger jetzt hier und wir gehen einmal auf Beta Pushback. Ground Cockpit, please show me where you want to go. Holen einmal den Pusher ran. So, setzen uns einfach von mir aus hier ab. So, zack. Ground Cockpit, tow is driving up. Und damit haben wir jetzt unseren Pushback. Wir können ja schon mal weiter gucken. Wir haben jetzt hier eine Gelbmeldung. Windshield Defog off stehen. Geht ihr ins Overhead Panel und habt hier unten dieses Windshield und dann Defog und Off. Und da klickt ihr mal drauf, damit ist euer Windshield Defog an und es ist alles gut. Als nächstes steht noch DFDR of Off. Diese Meldung geht weg, sobald eure Triebwerke final laufen und eure Parkbremse gelöst ist. Wir gucken mal ein kleines bisschen weiter runter neben das FMC und haben hier einen künstlichen Horizont. Um den zu aktivieren, einfach hier auf diesen kleinen Kreis drücken, der hier ist. Und damit ist das Ding jetzt aktiviert und kalibriert. Ich mach mal ein bisschen. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Ready to connect, okay. Das ist gut so. Das hört man doch gerne. So, Beacon Lights leuchten schon. Soweit, so gut. So, jetzt hebt er uns an. Er sieht es. So, connected and bypass pin inserted. Release parking brake. So, dann machen wir jetzt die Parking Brake und dann sehen wir uns gleich wieder.